Die natürliche Ordnung der Dinge lässt Tüchtigkeit und Glück oft weit auseinanderfallen. Sie versagt dem Glückswürdigen oft das gebührende Glück. Wir könnten aber nicht unsere ganze Kraft an die Verwirklichung des Guten setzen, müsste es uns als ohnmächtig gelten. So erzeugt die Idee des Guten notwendig die Forderung einer naturüberlegenen sittlichen Ordnung und damit die des allmächtigen sittlichen Wesens Gottes. Diese Erörterungen erreichen nicht die sonstige Höhe der kantischen Arbeit. Ja, im Grunde widersprechen sie ihr. Nirgends mehr als hier zeigt Kant einen Zusammenhang mit der Verstandesnüchternheit der späteren Aufklärung. Aber es bleibt eine kräftige, ja, eine strenge und herbe Moral, die hier geboten wird. Sie entwindet das menschliche Handeln nicht nur der Herrschaft des Verstandes, sondern auch der des Gefühls. Ihre Begründung in der schöpferischen praktischen Vernunft scheidet sie von aller bloß psychologischen Ableitung. Wie diese Moral alle Anknüpfung an das bloße Gefühl verschmäht und den Vernunftbegriff direkt auf den Willen wirken lässt, so tragen auch die Tugenden, die Kant vornehmlich zur Pflicht macht, einen strengen und herben Charakter. Es sind das Wahrhafte und Gerechte, jene zunächst gegen die Handelnden selbst, diese gegen die anderen gekehrt. Wahrhaftig sollen wir an erster Stelle nicht gegen andere, sondern gegen uns selber sein. Überall gilt es völlig aufrichtig gegen uns selbst, aus eigener Überzeugung und selbstständiger Entscheidung, nicht auf unsichere Meinung und fremde Verantwortung hin zu handeln. Mag auch die größte Gewissenhaftigkeit gegen sächliche Irrung nicht schützen. Ihr moralischer Wert wird dadurch nicht angetastet.